Ich wollte vielleicht nochmal zurückkommen zum Spekulieren. Ich glaube, wir müssen schon ehrlich sein in der Diskussion. Natürlich wurde spekuliert mit Wohnraum, mit Boden in Österreich, ganz konkret. Da braucht es nicht nur eine Leerstandsabgabe, sondern auch andere Instrumente. In Dänemark gibt es beispielsweise eine Regelung, dass man wirklich sagt, ausländische Investoren, die nicht vor Ort leben, können sich keine Immobilien kaufen. Man könnte sich auch hier überlegen, wie man das in Österreich gut umsetzen könnte. Und natürlich muss man sozusagen auch überlegen, beim Leerstand, da geht es nicht darum, dass eine Familie, die eine Wohnung hat, die vielleicht kurz mal ein paar Monate leer steht, weil dann zieht die Tochter in die Stadt oder Sonstiges, sondern auch Immobilien sind ja oft in den Händen von einigen wenigen. Also wir sehen, dass es da eine sehr große Konzentration gibt, dass viele Immobilien sozusagen gemeinsam vermietet werden. Wir haben allein die Zahl, da gibt es vom Momentum-Institut, hat das erhoben, dass 80% der Einnahmen durch Miete an die reichsten 10% der Österreicher und Österreicherinnen fließen. Also die Frage, warum gibt es noch keinen Mietpreisdeckel, ist ja auch leicht zu beantworten, weil es eine große Lobby der Vermieter, der Vermieterinnen gibt, die natürlich gerne große Einnahmen mit Mieten generieren. Da sind Mieten teilweise gestiegen im privaten Wohnsektor, die gar nicht erklärbar sind. Ja, warum sollte die Miete jetzt so viel höher sein? Ja, die Energiepreise sind gestiegen. Aber das zahlen ja eh die Mieter und Mieterinnen durch die Kosten, die sie tragen. Also da wurden teilweise fiktive Gewinne ermöglicht, wo wir wirklich gesehen haben, dass teilweise die Vermieterlobby unglaubliche Gewinne eingefahren hat, auf Kosten eben von Mieter und Mieterinnen. Also das ist nicht ganz ein Mysterium, warum da vor allem die ÖVP sich so stark geweigert hat, bei den Mieten einzugreifen. Vielleicht nur kurzer Blick nach Deutschland. In Berlin hat zum Beispiel so ein Mietpreisdeckel zu einer Verknappung des Wohnraumes geführt, weil eben viele gesagt haben, die vielleicht ja eben im Sinne der Vorsorge eine Wohnung sich gekauft haben und ursprünglich gedacht haben, sie zu vermieten, dass sie sich absolut nicht rentiert, unter diesen Voraussetzungen weiter zu vermieten. Da lässt man es lieber leer stehen. Und das ist eben genau nicht das Zielführende. Eine Verknappung führt wiederum zu einer Verteuerung. Also Berlin ist genau das Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte. Und dort hat es die Sozialdemokratie vergeigt. Ja. In Berlin wurden ja dann die Wohnungen sogar umgewidmet in Eigentumswohnungen. Also das haben wir dort ja gesehen. Die Mietwohnungen sind vom Markt verschwunden, weil sich das einfach gar nicht mehr gerechnet hat. Und weil ja dieser Deckel nur für einen bestimmten Bereich gegolten hat, sind außerhalb davon die Mieten nach oben geschossen. Also das hat man eben immer mit solchen Eingriffen. Deshalb wäre ich da doch sehr vorsichtig. Aber darf ich nur sagen, ein Mietpreisdeckel wurde eingeführt in Spanien, wurde eingeführt in Portugal, wurde eingeführt in Frankreich, wurde eingeführt in Dänemark, wurde eingeführt in Schottland. Sämtliche Länder der EU haben einen Mietpreisdeckel eingeführt. Und der hat funktioniert. Wir können uns anschauen, wie ist dort die Inflation? Deutlich niedriger als in Österreich, wo wir wirklich Spitzenreiter bei der Inflation sind und die Menschen tagtäglich eigentlich immer weniger Geld im Geldbörsel haben. Natürlich hat ein Mietpreisdeckel genau das verhindern können. Das zeigen uns sämtliche Länder der EU vor, wo man erfolgreich in die Mieten eingegriffen hat, dadurch die Mieten gesenkt hat, dadurch die Inflation gesenkt hat und Leben leistbar gehalten hat. Wir in Österreich haben eine Preissteigerung hinter uns, wo die Butter plötzlich doppelt so viel kostet und die Regierung schaut zu. Also das ist ein massives Versagen. Die Butter kostet aber nicht mehr, weil die Mieten mehr kosten. Also das auch muss man die schon sagen. Mieten und haben auch getrieben, die Inflation. Energiepreise und Mieten. Das Wohnen ist so gering gewichtet im Warenkorb in Österreich. Man kann das diskutieren, warum das so ist. Aber ein Mietpreisdeckel würde relativ wenig bringen. Das hat auch das WIFO ausgerechnet. Ja, die Inflation würde ein bisschen nach unten gehen, aber das Ökonom ist wirklich nicht der ganze Treiber. Ökonom Felbermayr hat gesagt, es braucht den Mietpreisdeckel. Weil wir jetzt schon über die Grenzen Österreichs hinausgeschaut haben, beim Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen liegt Österreich laut der aktuellsten Statistik mit dem 11. Platz im oberen Mittelfeld der 27 EU-Mitgliedstaaten. Hierzulande wurde 2022 durchschnittlich 18,7% des verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen ausgegeben. Damit liegen wir knapp unter dem EU-Durchschnitt von 19,6%. Die proportionell höchsten Ausgaben fürs Wohnen hatte die griechische Bevölkerung mit 34,2 und jene von Dänemark mit 25,4%. Den geringsten Anteil zahlen demnach die Bewohner von Zypern und Malta mit 11,2 und 8,8%. Herr Wisiak, es ist